Und letzte geplante Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, Rebecca Kirchbaumer, ÖVP. Vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Frau Bundesministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die NEOS haben ja schon länger ein Problem mit der Sozialpartnerschaft und mit dem Prinzip, die dahinter stehen. Es ist für die NEOS einfach unverständlich, dass man zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen etwa eine Lohnverhandlung am Tisch ausführen kann und die Rahmenbedingungen für Mitarbeiterinnen und Arbeitgeberinnen verhandeln können, welche für beide Seiten Rechtssicherheit und Schutz garantiert. In unserem Nachbarland, in Deutschland, gibt es diese Sozialpartnerschaft nicht. Es gibt aber zahlreiche Vereine, die horrende Mitgliedersummen erzielen, um sie dann in ihren Interessen zu vertreten, ob mal recht, mal schlecht. Unsere Sozialpartnerschaft hat in Österreich über jahrzehntelange großartige Arbeit geleistet und wir sind auch darauf stolz, dass wir diese Kammer haben und dass sie auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch für die Landwirtschaft und für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer dasteht. Die Abgeordneten von den NEOS haben vielleicht nicht ganz verstanden, dass es hier in dieser Zeit der Krise sich um eine gesundheitliche und eine wirtschaftliche Krise handelt und nicht um eine finanzielle Krise der beiden Kammern bzw. der drei Kammern, auf die sie ja grundsätzlich mit schon 35 Anträgen draufhauen. So auch bei den Lohnverhandlungen muss man sagen, der Metaller haben sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen, Vertreter den gigantischen Herausforderungen gestellt und sind mit bestem Beispiel vorangegangen. Und Herr Abgeordneter Loacker, ich bin schon seit vielen Jahren Mitglied der Lohnverhandlungsrunde und ich kann Ihnen sagen, so gute Zusammenarbeit habe ich auch noch nie erlebt und ich bin sehr stolz darauf, dass es genau in so einer Krise, dass wir hier zusammengewachsen sind und aus diesem Grund möchte ich auch an dieser Stelle mich bei allen Vertreterinnen und Vertretern der Verhandlungspartnern bedanken für diese großartige Zusammenarbeit. Dankeschön dafür, dass wir in dieser Krise nicht auseinandergetrieben werden, sondern zusammenhalten. Nun aber zum vorliegenden Antrag des Kollegen Loacker unter dem Motto täglich grüßt das Murmeltier. Wie schon gesagt, 35 Anträge haben wir schon seit 2017, was die Kammern angeht, gehört. Hier wollen die NEOS das Selbstverwaltungsrecht aushebeln. Konkret geht es um die Rahmenhaushaltsverordnung der Kammern und hier wollt ihr die detailliertere Ausformulierung haben. Ich glaube, dass es schon im Wort steckt Selbstverwaltung und das heißt auch selbstbestimmt und wir haben auch kein Recht hier einzutreten und das gilt auch für die Wirtschaftskammer. Die NEOS sind einst angetreten als die liberale Wirtschaftspartei. Mittlerweile sind sie zur Reglementierungs- und Strafpartei mutiert. In dieser Zeit der Pandemie ist es nicht zielführend, zwischen Sozialpartnerschaften hineinzutreiben, sondern wir müssen mit Abstand zusammenhalten, dass wir diese Krise bestmöglichst bewältigen. Halten wir mit Abstand zusammen.